Wonder how long Karen has been here. Did she see one of Daniel's miracles? Stimmt. So Karen did check it out. Wonder if she saw Daniel in action. Karen weiß hundertprozentig von dieser Kraft. Hundertprozentig. I know I shouldn't peek, but damn. Karen does like to capture the world around her. Okay, das sind Gedichte, glaube ich. Das werde ich jetzt nicht ganz durchlesen. Ich überfliege es jetzt einfach mal. Ihr könnt ja auch Pause drücken und es euch angucken. Näher mit den Rennen. Der rotäugige Trucker und traurige Familie. Oh, es ist aber ein bisschen düster, nicht wahr? Schlechtes Rührei, nicht die Schuld der Kellnerin, sie hat es eilig. Vermutlich Ende einer langen Nachtschicht. Namensschild sagt Clementine. 22 rothaarig, braun gefärbt, Augenbrauen, Haarton. Irische Abstammung, okay, alles klar. Deiner Rechnung? Karen did her own road trip to get here. Nach vorn schreiten, um zurückzublicken. Dieselbe Wahl treffen. Zweimal, zweimal. Meine einsamen Tage und verträumten Nächte, nur mich selbst zu finden. Nach vorn blicken, um umzukehren. K. Glad to know she learned the lesson. Autsch. Das ist hart. This country is just way too big. Wo sind wir jetzt? In Nevada, ne? Glaube ich. Karen was always into low tech. I even think it's the one she had back then. This thing is killing my back. Das glaube ich. I got bruises on my bruises. Okay. Oh, okay, wir haben sehr viel, was wir nachgucken müssen. Das haben wir schon gelesen, das auch. Das auch. Ja, das kennen wir alles noch. Das kennen wir auch. Das kennen wir auch noch. Okay, dann ist es gar nicht so viel. Hab mich aus einem Fenster aus dem Krankenhaus geschlichen. War nicht einfach mit nur einem Auge. Mir war nicht klar, wie verflucht es hoch es war. Vielleicht hat's geholfen. Scheiße. Hab auf dem Weg nach unten am Gerüst Finn getroffen. Hat mich fertig gemacht. Hat zu viele Erinnerungen geweckt. Aber ich muss mich auf das Wichtigste konzentrieren. Nevada erreichen und Daniel finden. Es ist so, so, so schwer zu fahren. Es ist ein beschissenes Wunder, dass ich noch keinen Unfall gebaut habe. Ich muss bald rechts ranfahren, um mich auszuruhen. Mit nur einem Auge im Dunkeln zu fahren, ist echt übel. Es würde sich sicherer anfühlen, in einer mondlosen Nacht an einer Klippe entlang zu fahren. hab mich von rassistischen Arschlöchern erniedrigen lassen, damit sie mich nicht verprügeln. Tut weh, aber es ist mir egal. Ich erinnere mich, das war echt mies. Meine einzige Priorität ist es, Daniel zu finden. Keine große Sache. Ego. Kein Benzin mehr, muss laufen. Ende der Straße. Ein Bild. Wurde nicht weit von Haven Point von einem Trucker eingesammelt. Ich war nervös, aber der Kerl war nett. Hat mir sogar ein Sandwich gegeben. Das habe ich echt gebraucht. Ja, der war echt lieb. Okay, Daniel wurde von einem Kult einer Gehirnwäsche unterzogen. Ich glaube es tatsächlich auch. Also ich habe es ja am Anfang schon gesagt. Hoffentlich ist es nicht so eine Art Sekte oder sowas. Aber ich glaube, genau das ist es. Ehrlich gesagt, also ein Kult. Ich glaube nicht, dass es eine ganz normale religiöse Gemeinde ist. Er will bei ihnen bleiben und ich habe es mit dieser Pastorin versaut. Ich bin ihr direkt in die Falle gegangen. Ich bin so blöd.
Also, Karen, was zum Teufel macht sie hier? Wie hat sie uns gefunden? Ich will nichts von ihr. Nada. Was ist das hier eigentlich? Kann ich da... Ich kann damit gar nichts machen, ne? Hä? Was? Andenken, okay. Daniels Inventar. Okay, dann sind wir damit auch auf dem neuesten Stand. We've come a long, long way, buddy. Das ist halt echt so, ne? Krass. Karens Notiz. Be right back. We'll find out. Bin kurz einkaufen. Ich hol was zu essen, falls du hungrig bist. Neue Socken und Unterhosen sind im Bad. Gehören dir, falls sie passen. Ist vielleicht ein guter Zeitpunkt, Jacob anzurufen. Seine Nummer steht in seinem Brief. Bin bald zurück, Karen. Jeez. It only took Supermom 8 years to give a shit. Liebe Mrs. Diaz, mein Name ist Jacob und ich habe mit ihren Söhnen Sean und Daniel auf einer Farm in Kalifornien gearbeitet. Es gab einige Probleme und Sean wird vermisst. Ich bin jetzt mit Daniel in Haven Point, Nevada. Er gab mir diese Postfachadresse. Falls Sie dies bekommen, ich denke, Daniel ist in Gefahr. Er braucht Hilfe, um von hier wegzukommen. Ich kann Ihnen mehr erzählen, wenn Sie mich unter dieser Nummer anrufen. Bitte beeilen Sie sich. Okay, also Jacob ist wohl... Also wir wissen ja, dass Jacob auch religiös ist. Also er kommt ja zumindest aus dieser Gemeinde. Aber wenn er selbst sagt, Daniel ist in Gefahr, dann kann das ja eigentlich nichts Gutes heißen, oder? Und ich glaube auch. Also irgendwas, also da ist... Die haben Dreck am Stecken. Huh. This isn't her tablet. Strauchelt etwas, wenn zu viele Apps laufen. Sollte aber okay sein für Browsing und Geolocate. Passwort ist, ich hoffe, du findest deinen Sohn. Ja, dann machen wir das doch mal, oder? Yay, Technology. She came prepared. Willkommen in deinem neuen Leben in der Kirche des universellen Auferstehens in Haven Point. Darum gehet hin und lehret alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Mission. Akzeptiere den Herrn, verbreite die Worte Jesus, halte der Gemeinschaft die Treue. Nein, danke. Zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Eine Nachricht von Mutter Pastorin Elisabeth Fischer. Als Pastorin unserer heiligen Kirche habe ich mein Leben und meine Liebe der Lehre der Bibel und unserem Herrn gewidmet. Ich wurde in meiner Kindheit mit dieser Berufung gesegnet und es ist mein Privileg, seine Worte zu verbreiten und diese liebevolle, rechtschaffende Gemeinschaft in Haven Point zu führen. Ich freue mich darauf, jeden Einzelnen zu treffen, der unser bescheidenes Heim besucht. Gemeinsam werden wir die Reise zu einem neuen Leben beginnen, welches vom Geist unseres Herrn und Erlösers geleitet wird. Gott segne euch alle. Die Gemeinschaft in Haven Point. Nevada ist eine lebendige Oase, in der Individuen und Familien ihren Glauben in einer Gemeinschaft ausleben können, die den Lehren Christus gewidmet ist. Alle, die unseren Glauben teilen, sind eingeladen, mit uns eine Brücke zum Herrn und seinem ewigen Reich zu bauen. Gastfreundschaft. Mein Lieber, du handelst treu in dem, was du an den Brüdern tust, zumal an Fremden. Dankbarkeit. Dies ist der Tag, den der Herr macht. Lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. Vergebung. Alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung seien fern von euch samt aller Bosheit. Seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. So. Reverend Mother doesn't look too humble. Ein Stück von Haven Point. Eines der großen Geheimnisse von Nevada ist es, wie es den Heiligen Geist und den Heiligen Dollar im Gleichgewicht hält. Wenige Touristen reisen um die Welt, um hier Religion aufzusuchen, doch in der eng verbundenen christlichen Gemeinde von Haven Point, Nevada, hat eine charismatische Pastorin ein frommes Gefolge aufgebaut.
Wie sie mir in einem Interview in ihrem friedlichen Kirchenbüro erzählte, verbrachte Pastorin Lisbeth Fischer ihr ganzes Leben als demütige Dienerin des Herrn, die den Ruf hörte, seine Liebe und Ehre in diesem dunklen Zeitalter zu teilen. Ich hatte ein machtvolles Erlebnis als Kind, welches mich auf diesen rechtschaffenden Pfad führte. Sie lächelt sanft und berührt meine Hand. Doch hier geht es nicht um mich oder meine Geschichte, wie ihn jeder in unserer wundervollen Kirche erzählen kann. Und erzählt haben sie es mir. Die Mitglieder der Kirche des universellen Auferstehens sprechen mit gedämpfter Stimme über ihre Pastoren und wie sie von ihr inspiriert werden. Pastorin Fischer wird nur ihren Segen mit uns teilen. Entschuldigung. Sagt Corey Johnson, 34, eine neue Ergänzung zur Gemeinde. Ich war recht zynisch, bevor ich zu einer ihrer Predigten kam. Man konnte die Elektrizität in der Luft fühlen, als sie sprach. Manche weinten, eingeschlossen ich selbst. Okay. Looks like a Roach Motel. But 2 Sterne. Nobody will find me there. Bewertung 2. Betten sind mega unbequem, aber es ist billig. Netter Pool, aber beschissen staubig. Nettes Motel an der Straße, coole Angestellte. Okay. Okay, mehr können wir uns da auch nicht angucken. Sorry. I still have no game. And the house always wins. Errungenschaft freigeschaltet, alle Sünder. Upsi. Habe ich jetzt geklaut? Es tut mir aber leid. Bibel. Ich wollte eigentlich die Bibel erst angucken, aber ist okay. Ist okay. Dann rufen wir halt erstmal Jacob an. Ich bin gespannt, was er zu sagen hat. Hello? Jacob, it's me, Sean. Yeah. Where are you? You have to come here, Sean. I know. I'm not far. In a motel. Good. Listen, I can't talk right now. I gotta go. Wait! Daniel, how's he doing? Meet me tomorrow afternoon on Brady Highway. There's a junction just above Haven Point. There's a wild mice ranch billboard there. I'll be there at 4. Jacob, wait! I can't talk, Sean. Oh Gott. Damn. He couldn't really talk. I really should finish reading this someday. Auf Karen warten. This place is quite remote. Good. At least nobody will be looking for me here. Können wir zeichnen mal. I got a few moments to myself, so let's practice. I wonder who lives around here. It's so wild and huge. Okay. Just draw now. Don't think about anything else. Okay. Mach ich. Oh, es sah voll traurig aus. I guess that's an okay start. But I can keep going. Got a good picture of it. I'm ready to draw now. I could see myself stopping by this motel during a road trip. Taking a dip in the pool after a long ride. Er fängt jetzt, er hat, das ist mir das letzte Mal schon. Really inspire me.
aufgefallen, dass er jetzt anfängt, hier irgendwelche Sachen halt mit in die Zeichnungen mit reinzutun. Alright, back to reality, dude. Ja. I'm not going out. Okay. Better wait for Karen in here. Können wir im Bad vielleicht unseren Verband sauber machen? Also wechseln vielleicht? Nee, sieht nicht so aus. Kann ich noch eine Dusche nehmen? Nein, auch nicht. Okay, alles klar. Dann warten wir einfach auf Karen. Let's just rest while I wait for her. If she comes back. Hey, sorry it took so long. Fucking store was packed. How you feeling? Nothing broken? Altar boys don't fight fair? Yeah. I'm okay. Double cheese, no onion, right? That'll do. Ich wollte es gerade sagen, also wenn du das jetzt nicht annimmst, bist du aber echt doof. Den würde ich, dann nehme ich ihn, okay? Got you some gauze and antibacteria stuff for your eye. Hey, don't wolf that down. Or at least take a breath. Like you care. Sean, I do. Come on, Karen. Don't act all hurt. It's too late. Where were you when I broke my leg when I was 13? Not with me. When Daniel got a bad flu a couple years ago, you didn't sleep next to him every night. Where were you? Where were you? Fair enough. So let's talk, because we do have to get your brother out of a cult. I'm listening. How did you two survive alone on the road for that long? We just got lucky and got some help along the way. Total strangers. We even had our own little family. Good. How did you go to Beaver Creek? You know I don't have to answer your questions, right? You're right. So tell me what you want from me, Sean. Nothing, Karen. I mean, what do you want from me? A fucking hug? Hey, I just want you to know what I did and why, if you care. So, ask me anything. So what exactly are you doing in Nevada? You live around here? No. I'm way out in Arizona. Sean, I told you. Your friend Jacob wrote my P.O. box and said Daniel was in trouble. That's it. Arizona? Holy shit. It's just lizards and rocks. Yes, I found something there. New York didn't really do me good, so... All right. Why did you bail on us? I wasn't meant to be a wife or a mother. I thought I was supposed to. I tried to pretend for many years. I was unhappy, and the urge to leave just became unbearable. I had no other choice. Are you serious? You chose this life. You fell in love. You made your own choices, right? Making your own choices doesn't mean you can never fool yourself, Sean. After I had Daniel, you were about 8, and Esteban's garage was getting busy.
There was so much going on around me, yet somehow I just felt that my own life was just slipping away. Felt like an empty shell. Sean, it was the hardest decision I ever made. I knew I might never see you all again, but I took that responsibility. Did Dad know about all of this? I was honest with your father. We did family therapy, but it wasn't about him. It was me. He was heartbroken for months after you left. Years. I was too. I was in love with your father. He was the best person I ever met. But just not enough for you. Something was missing from the equation, yeah. I was. Yeah, okay. Think I've heard enough. I didn't have a choice, Sean. We only have one life. And I didn't want mine to be spent in regrets. For years, I fooled myself, thinking I'd find satisfaction into what society expected me to be, and that was my mistake. I hope someday you can understand that. But I never stopped caring about you. For what it's worth, I am sorry for hurting you and Daniel and Esteban. I know you are, Karen. It still doesn't change the way I feel. Of course not. I know I can't change the past, Sean. I don't think you would. I need some air. Die haben sogar einen Swimmingpool, ey. Nice. Das war sehr unangebracht, es tut mir leid. Sean, whatever you want to say to me, this is the time. Let's just get it all out in the open. See what happens. So, did you ever actually miss us? Or Dad? Of course, Sean. I do miss your father. He had such a big heart. He could brighten up a rainy day. That was like his superpower. But above all, I missed watching you grow up. See how you saw the world. I missed sharing these moments with you, Sean. We used to do so much stuff. Like when you taught me to ride because Dad sucked. Or when we went camping near Vancouver. Just me and you. You always loved night skies. I did stargaze a lot when I was in California. Trust me, the further south you go, the better it gets. I mean, I get you wanted to leave and stuff, okay, but why would you ghost us like that? Not even a fucking birthday card. I thought if I vanished, you would all move on. But I wanted to contact you guys so many times. I almost did. But you wanted a clean break from us. I didn't want to be a part-time, pissed-off mother. Not fair to any of you. I left when Daniel was still very young, so he wouldn't remember me. Yeah. I wasn't that lucky. Oh, Sean. I know. Do you want to tell me how you felt then? Or now?
felt guilty that we weren't enough for you. No, no. You guys were the reason to stay. I left because of me. I hope I can make it up to you, Daniel, someday. I can start by getting his ass out of that church. Cult. Whatever. So, what did you do when you left? Where did you go? I pursued some dreams, and failed. Learned the lessons. I guess all this time I tried to find out what really matters to me. Which doesn't involve a husband and two kids. It does to a lot of people, and I totally respect that. Just not to me. I wasn't good at making plans, which is what most of modern life is about, right? School, job, marriage. Ask my mom and dad. They wanted me to follow their rules, their faith. Oh, I tried, but I wanted to find my own way, with no security blanket. Family, religion, social norms. It's just all about security, after all. But it all just looked like a sweet golden jail to me. I tried to escape that. Yeah. Hope it was worth it. It was. For now, I've found my place in the world, with like-minded people. I'm at peace with my fuck-ups and my decisions. How do you make peace with bailing on your parents, your husband, and your kids? I know, that's hard to understand. But I think people should know who they are. Ich verstehe es auch noch nicht so ganz, ehrlich gesagt. Tut mir leid. Whatever. You sound so careless. It's like you can't even realize how much pain you've caused. I do care. That's why I'm here. To help you and your brother. If I didn't step up to help him now, I couldn't live with myself. Esteban hated when I smoked. He didn't want me to die an early death. Fuck. Life can be so cynical sometimes. I remember he would smoke sometimes. Long ago. We didn't fight much. But when we did, I would go out on the porch and light up so I could calm down. Esteban would come over and ask for a drag. Now we just look up at the sky and watch the stars. Or the planes. I do miss that. I used to do the same with my best friend, Lila. Sitting on the porch. Just letting time go. That's when you know someone is good to you. When you can just sit together. Shut the hell up and watch the universe do its own thing. Ich werde mal kurz die Gelegenheit nutzen, etwas zu trinken. Wi-Fi. Ich bin sehr gespannt, was wir jetzt tun werden mit dem Thema Daniel. Also, wie wir ihn da halt rausholen wollen. We should go back inside. I gotta change this dressing. Okay, let's go.
Sean, I know I can't change the past. Or what I did. But this is about helping your brother. You gotta trust me this one time. I know. It's still hard. But yes, we have to be a team to rescue Daniel. We can do it. Okay. How? We need to get in touch with this Jacob. He obviously knows a lot more than us about the church. Well, I called him when you were out. We can meet with him tomorrow. Okay, good. I also got these, just in case. Okay. Better take care of the eye.